Moin, Wuser. Heute ist nicht Donnerstag, heute ist Montag. Und warum? Erkläre ich euch. Ich sitze seit um 20 nach 8 oder sowas in meinem Auto. Es ist arschkalt hier, ja, weil ich zum Arzt will, um mir da noch ein Rezept abzuholen und sowas. So, ich zur Arztpraxis. Macht erst um 9 auf. Wuser. Also wieder zum Parkautomaten, noch ein Ticket gezogen. Ja, kostet ja auch alles kein Geld. Stand ein Streifenwagen in der Nähe, deswegen musste ich so ein scheiß Ticket ziehen, Mann. So, geh wieder hin und warte bis um 9. 5 nach 9. 10 nach 9. Und jetzt ist 15 nach 9. Und dann gehe ich raus und gucke auf sein Schild und was steht da? Donnerstag ab 16 Uhr Sprechstunde. Meine Fresse nochmal, du. Wieso Blutdruck, du? Und dann erzähle ich das meiner Frau und die macht, hat nichts Besseres zu tun, als sich über mich lustig zu machen deswegen. Meine Fresse nochmal, du. Hält doch keine Sau im Kopf mehr aus, du. Moin. So, der verflixte Montag geht noch weiter. Ja? Ich fahre eben los nach der Geschichte mit meinem Arzt da, der ja erst ab 16 Uhr da ist. Und ich da stundenlang warten muss. Ja? So, und will eine kleine Abkürzung nehmen. Und was ist? Werd angehalten. So, der Kollege kommt, der Beamte, und dann sagt er, Mensch, Sivi, dich kenne ich doch irgendwo her. Ich sag, ja, hi, moin. Dann sagt er, sag mal, bist du eigentlich Anlieger, hier durch die Straße zu fahren? Und ich sag, ja, Also eigentlich habe ich ja ein Anliegen, ne? Ich habe das Anliegen, hier durchzufahren. Dann sagt er, nee, das ist kein Anliegen. Gib mir mal einen anderen Grund. Ich sag, Naja, gut, ich habe das Anliegen, schneller nach Hause zu kommen. Dann sagt er, ja. Kann ich nachvollziehen, ist aber auch kein Anliegen. Und dann sagt er, da du ja so ein Scherzbold bist, ne, belasse ich es jetzt hier mal bei einer Ermahnung, ne? Ich sage, oh, danke, Herr Kollege, dann kann ich ja weiterfahren. Er sagt er, nee, nee, wir müssen aber erstmal Führerschein, Fahrzeugpapiere und alles prüfen. Ja, kein Problem. Wissen Sie was, Herr Beamter? Er hat mein Portemonnaie nicht mit und somit meine Papiere. Ja, das tut mir leid, ne? Da muss ich dich denn verwarnen. Du hast 7 Tage Zeit, das auf der Wache vorzuzeigen und zahlst jetzt halt eben dann 10 Euro. 10 Euro! So eine Scheiße, du! Da vergesse ich die Papiere zu Hause, ich krieg so einen Blutdruck, du! Was soll so eine Kacke, Mann? Ich hab die Scheiße immer mit! Und ich krieg hier in Ratzeburg jede Woche! Jede Woche krieg ich mindestens zweimal ein Ticket! Wegen falsch parken oder irgendwas! Oder ich werd geblitzt oder wie auch immer! So eine Scheiße, Mann, du! Die Stadt kann schon 9 Gehwege allein durch mich finanzieren hier. Meine Fresse nochmal, du. Aber trotzdem waren die Beamten nett. Wenigstens etwas. Meine Fresse nochmal, du. Hält hey, doch keine Sau im Kopf mehr aus, du. Da krieg ich so einen Blutdruck, du.